Hallo, hier ist der Marc von OCholic und wie gestern schon angekündigt, fassen wir auch heute unsere News wieder kurz in einem Videobeitrag zusammen. Also dann legen wir gleich auch los und beginnen wollen wir mit, wir haben gestern schon ein Thema angesprochen, was so Chris beim, das im Chris beim Testen aufgefallen ist, und zwar bei den neuen Asus Boards. Da streikt Windows XP. Also Windows XP bootet da nicht, wenn man das aktuellste BIOS flasht. Jetzt hat Asus dazu Stellung bezogen und hat uns wissen lassen, dass das mit der Windows 8 WHQL-Zertifizierung zusammenhängt. Da sind alle Mainboard-Hersteller gezwungen, per Default Secure Boot im BIOS zu aktivieren. Ja. Dann gehen wir auch gleich weiter. Und da gibt es News von Microsoft, und zwar bezüglich der Xbox 720, also die kommende Konsole von Microsoft. In irgendeinem chinesischen Forum hat es da einen User, der irgendwie angibt, dass er mal für Ubisoft gearbeitet hat, und dort kam ihm anscheinend diese Konsole irgendwie in die Finger. Und der will jetzt wissen, dass die Xbox 720 auf einer AMD Octa-Core CPU basiert, dass 8 GB Arbeitsspeicher zum Einsatz kommen, dass eine AMD Radeon 8000er Serie Grafikkarte zum Einsatz kommt, möglicherweise effektiv von der nächsten Serie. Aber es ist natürlich auch möglich, dass das wieder mit dem Rebranding zusammenhängt, weil Microsoft ja dann OEM-Abnehmer wäre, und wie wir das berichtet haben, hat AMD ein großes Rebranding bekannt gegeben für seine OEM-Partner. Und das sind die 8000er-Karten dann eigentlich identisch mit den 7000er-Karten, was ein bisschen ja für ziemlich viel Verwirrung sorgen wird. Ja, da gab es auch noch Angaben zu der Festplattengröße. Das soll dann eine 640 GB fassende Festplatte sein. Bezüglich Betriebssystem will Microsoft auf einen Windows 8-Kernel setzen, aber wahrscheinlich wird die Oberfläche sehr stark modifiziert sein, dass es halt einfach für die Konsolen auch perfekt passt. So, das war es soweit von Microsoft. Ja, dann gibt es an der CES noch, die findet ja immer noch statt derzeit in Las Vegas, und da sieht man zurzeit zahlreiche OLED-Fernseher, und so hat auch Panasonic ein solches Modell präsentiert. Dabei handelt es sich um ein 56 Zoll Modell, das auch über die 4K-Auflösung verfügt. Jetzt bei den OLED-Displays ist es so, die sind ja noch nicht wirklich ganz, also serienreif sind sie eigentlich schon, aber wirklich tauglich für den Massenmarkt, das sind sie eigentlich noch nicht. Und das Problem ist da die Fertigungstechnologien. Dass da ein Hersteller mit einer Fertigungstechnologie kommt, die wirklich effizient, die eine wirklich effiziente Herstellung der Paneele erlaubt. Und Panasonic verwendet in diesem Fall eine RGB, All Printing Methode. Das heißt eigentlich so viel wie, dass die einzelnen Farben als einzelne Substrate großflächig aufgetragen werden können. Und Panasonic sagt, das geht ziemlich effizient vonstatten, und mal schauen, ob sie dafür dann echt den Einstieg in den Massenmarkt mit den OLED-TVs schaffen werden. Ja, dann gehen wir weiter zu den News von Activision, genauer gesagt Treyarch. Und zwar gibt es das erste DLC-Package für Call of Duty Black Ops 2. Und zum einen gibt es da 4 neue Maps mit den Namen Downhill, Hydro, Mirage und Grind. Plus es gibt noch eine Bonuswaffe, die auf den Namen Peacekeeper hört, und dabei soll es sich um eine ziemlich ja, anständige SMG, Submachine Gun, handeln, ja, die man freischalten kann. Mal schauen, wie stark der Boost dann sein wird. Ja, was es einem effektiv bringt im Spiel. Boah, mal gucken. Ja, ansonsten ist das DLC, kann man das runterladen, und kosten tut es derzeit 14,99 in US-Dollar. Und
wenn man dann auch noch eine weitere Bonus-Map mit dabei haben will, Nuketown Zombie Bonus Map, dann kostet das 49,99 in US-Dollar. So, ja, was wir heute auch noch gemacht haben, ist, wir haben gestern Pakete erhalten von Point of View, nee, eigentlich TGT, das ist sozusagen die Tuning Company bei Point of View. Und da haben wir ein Unboxing-Video zu angestellt. Das findet ihr auch gleich hier bei uns im YouTube-Channel. Und das könnt ihr euch anschauen. Und ja, die Unboxing-Videos von uns, die sind auf Englisch, die sind nicht auf Deutsch. So, ja, und da gibt es noch ganz interessante News, meiner Meinung nach, von Samsung. Und zwar handelt es sich da um ein neues SoC, das sie vorstellen. Und zwar ist es der Exynos 5. Nvidia und Qualcomm, die haben ja beide schon ihre neuen SoCs vorgestellt, die deutlich leistungsfähiger sind als die Vorgänger. Und im Prinzip hat die Welt jetzt noch auf Samsung gewartet, was die noch am Ausbrüten sind. Und das ist jetzt eigentlich raus. Und zwar spricht Samsung tatsächlich von einem Octa-Core, also von einem SoC mit 8 Kernen. Ob das übertrieben ist oder nicht, werden wir sehen. Also Android ist eigentlich noch nicht wirklich auf die Verwendung von Multithreading optimiert. Also von dem Sinne her macht es eigentlich keinen Sinn, so viele Kerne aufzufahren. Aber was das Ganze wirklich interessant macht, ist die Tatsache, dass die CPU eigentlich nicht aus 8 gleichberechtigten Kernen besteht, sondern dass zwei Module verbaut werden. Und beim ersten Modul handelt es sich um ARM Cortex A7 Kerne, also vier von denen. Das sind weniger leistungsfähige Kerne, die aber auch weniger Energie verbrauchen. Also das heißt, zum Beispiel im Standby werden dann diese Kerne beansprucht und so kann das Gerät dann mehr Energie sparen. Und beim zweiten Modul, da findet man Cortex A15 Kerne von ARM und die sind dann wirklich auf maximale Performance ausgelegt. Das heißt, wenn man irgendwie Videos anschauen will oder wenn man spielen will oder wenn man auf, keine Ahnung, 10 Webseiten offen hat, einen Browser auf dem Smartphone oder auf dem Tablet, dann kommen die Kerne zum Einsatz und versuchen da möglichst schnell alles abzuarbeiten. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie dieses SoC sein wird, wie das im Endeffekt performt. Und ja, mal schauen, wann die ersten Geräte damit verfügbar sind. Vielleicht wird ja auch schon das Samsung Galaxy S4, das dieses Jahr noch kommen sollte, auf dem SoC basieren. So, und dann haben wir auch noch eine News online gestellt, was ein bisschen ja, den Nostalgiefaktor anspricht. Und zwar ist im Netz eine Alpha-Version von Half-Life 1 erschienen oder aufgetaucht. Half-Life 1 kam 1998 auf den Markt und war damals wirklich der Hammer First-Person-Shooter. Ja, ist mittlerweile 14 Jahre her und ja, man bekommt so einen kleinen Einblick auf die Grafik anno damals und ja, ist wirklich so eine coole Auflockerung für zwischendurch. Ja, dann kommen wir auch schon zur letzten News von heute. Und da haben wir eigentlich nochmals ein bisschen genauer erklärt, wo dann eigentlich das Problem liegt mit den neuen Asus-Boards, mit den neuen Mainboards und Windows XP, respektive den aktuellsten BIOS-Versionen, die da automatisch per Default das Secure Boot Flag setzen. Ja, da gehen wir ein bisschen darauf ein, was Secure Boot eigentlich genau ist und was das genau macht. Also respektive, dass das ein Schutz von Microsoft ist, dass keine Malware während des Bootvorgangs initiiert werden kann ins System. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es auch schon für heute. Nicht vergessen, den Subscribe-Button zu drücken und uns auf Facebook zu liken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.